Ja, moin Leute, ihr seht's, wir sind hier gerade auf OTA-Screen in League of Legends, aber wir zocken heute nicht, denn heute ist nicht Battletag oder sonst was. Ihr wisst, mittwochs kommt immer so unser Allerlei. Und während ich LOL zwar lange gespielt habe, aber immer so ein Casual-Gamer war, der jetzt nicht großartig reingecashed hat, ist das ja OTAs Hauptgame und da liegt es natürlich nahe, dass der OTA auch den ein oder anderen Skin mal gekauft hat, um sich das Ganze auch mal schön zu machen. Und ich nur ein oder zweimal gewesen wären. Ja, genau. Und ja, der hat das Ganze komplett Pay-to-Win hier durchgespielt. Und ja. Hä? Obvious. Genau. Und da ich gehört habe, es gibt ein Tool, gucken wir jetzt mal kurz in die Collection rein. Es gibt ein Tool, wie man herausfindet, was die ganze Nummer kostet, aber wir schauen vorher mal in OTAs Sammlung, denn früher hieß es einfach nur Skins und inzwischen ist das alles einkategorisiert und ja, zeig uns mal deine Collection, OTA. Ja, also wie ihr seht, ich habe schon direkt zugeschlagen, den neuen Kettle-Skin von letzter Woche, wieder direkt, zack, zack. Ja, Pay-to-Win ist so eine Sache, finde ich, bei Skins. Also es gibt halt, und das ist eine Sache, wo ich viel mit meinen Jungs auch drüber spreche. Und manche, ja, ich finde den Skin halt schön. Ja, gibt es Pay-to-Win in LoL? Weil eigentlich ist es ja das ideale Free-to-Play-Modell. Du musst nichts ausgeben. Genau. Du hast aber die Free-Rotation, du kannst ja alle Sachen erspielen, die spielrelevant sind, nur Cosmetics kosten. Das ist, finde ich, das ideale Modell. Gibt es Skins, wo du sagst, ah, der verschafft dir Ingame-Vorteil? Ich glaube, es gab mal Sachen, die gepatcht wurden, ne? Es gibt definitiv Skins, die von der Visualität nachher nicht mehr so gut sind. Die haben halt wirklich schöne Visual Effects, die aber schwerer zu erkennen sind. Das Paradebeispiel von damals war halt diese Frostfire Annie, diese Ice Annie, die auch ganz lange im Competitive nicht gespielt werden durfte. Okay, weil Skillshots von ihr schwieriger zu dodgen sind und so? Nee, weil man den Stun so schwer gesehen hat. Ah, Annie hatte ja immer diesen weißen Schleier um sich, wenn sie einen Stun Ready hat. Ja. Den hatte sie auch in dem Skin, wo sie schneeweiß ist. Was ist dein Favorite Skin in deiner Sammlung? Mein Favorite Skin wäre probably der neue Neko-Skin. Der neue Neko-Skin? Weil Neko sowieso dein Favorite Champ ist. Weil Neko mit Abstand auch mein Lieblingschamp ist. Die Prestige Neko, die definitiv auch nochmal einen anderen Stellenwert hat, weil diese Prestige-Skins, die kann man halt nur über Prestige-Punkte freispielen. Die kriegt man nur, wenn man Bundles kauft oder in Event-Pässen. Das heißt, die haben auch noch mal eine andere Gewichtung, was halt den Wert angeht. Die können nicht so wirklich kalkuliert werden. Und das Gleiche gilt auch für, wenn wir mal auf die Mythic-Skins gehen, wo wir ja unter anderem die Prestige drin haben, haben wir dann halt auch noch Skins wie diesen Hextech Kassadin. Die kriegt man nur für Gemstones. Gemstones kann man auch nur aus Event-Pässen bekommen oder aus diesem Loot-System, was Riot ja mittlerweile eingeführt hat. Okay, und das ist dann per Chance quasi und du kriegst nicht immer das, was du haben willst? Nee, du kannst halt sammeln. Wie man sieht, ich habe auch wieder 9 Gemstones ready. 10 braucht man für einen Skin. Okay. Das sind halt Skins, die kann man nur hier bekommen oder über Reroll, wenn man ganz, 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 ganz viel hat. Yes. Die sind halt auch von manchen Leuten anders gewichtet, was den Value halt angeht. Weiß ich nicht, ob Riot das wirklich selber recht. Gutes Stichwort, Value. In welchen Preiskategorien bewegen sich die verschiedenen Skins? Also die Ultimate Skins sind so um den Dreh 20 bis 25 Euro. Davon gibt es auch nur 6 Stück bisher. Es war damals der erste. MF war ein bisschen günstiger, weil sie nicht so viel Neues hatte, sage ich mal. Ja gut, aber dann, das heißt, man gibt für die Ultimate Skins quasi, wenn man die alle haben will, schon so viel aus, wie ein AAA-Titel dich kostet, oder fast das Doppelte sogar. Ja, genau. Ja. Ich meine, okay, aber dafür spielst du das Spiel über Jahre, da kann man auch mal den Developer vielleicht unterstützen. Genau, das war ja der erste Grund, warum ich überhaupt angefangen habe, für Leute zu investieren, weil ich so viel Spaß an dem Spiel hatte und der Meinung war, dass ich einem Free-to-Play-Game auch mal was zurückgeben möchte, wenn es mir so viel Spielspaß bereitet. So, dann haben wir natürlich noch hier die ganzen Legendary-Skins, die kosten im Schnitt 10 Euro sind 1300, die kosten 1800, also roundabout 15, 16 Euro. Und ach so, sind wir auch, ja klar, und da hast du 34 Stück von? Ja, da habe ich 34 Stück von. Ich habe natürlich, man muss dazu sagen, ich habe nicht alle gekauft, ich habe auch ein bisschen Glück gehabt. Zum Beispiel, es gibt ja das Reroll-System, wo du 3 Skins in den Pot schmeißt. Wenn du Glück hast, kriegst du was Schickes, wie ich zum Beispiel, so habe ich meine Sona bekommen, die habe ich nicht gekauft. Ja, und dann kommen wir natürlich zu den Epics. Das ist mittlerweile fast der normale Skinpreis. Das ist 10er für den Skin.
Krass, okay. Man kriegt 13,80. Finde ich schon nicht ohne. Aber das hat sich auch geändert, ne? Früher waren das ja nur Color-Paletten so. Inzwischen steckt da ein bisschen mehr Detailarbeit drin. Man kann halt auch sowas bekommen, ne? Man kann halt hier den guten Sherrod Malfoy kriegen, ne? Den habe ich zum Beispiel letztens erst aus dem Reroll gekriegt. Hat mich richtig gefreut. Ja, da ist man auch immer happy, ne? Ne? Ja, natürlich. Ja. Aber dann gibt es halt noch Legacy. Nach denen kann man leider nicht sortieren. Das sind halt die alten Skins, die es nicht mehr zu kaufen gibt. Kommen wir zu dem, was alle interessiert. Genau. Und zwar, das könnt ihr alle auch selber zu Hause machen. Und zwar habe ich quasi, ihr sitzt im Hintergrund schon, das ist die Support-Seite von Riot. Die offizielle Support-Seite von Riot. Genau. Und hier seht ihr dann so ein paar Themen. Und wenn ihr ganz nach unten scrollt, kommt hier interessante Beiträge. Oh ja. Und da seht ihr es schon als Very interessant. Wie viel Geld habe ich bisher für League of Legends ausgegeben? Ja, kurzer Einwand da. Der zählt natürlich nur so die Gesamtvalue aller Items im Account zusammen. Wie Ota jetzt schon erklärt hat, da, wenn du einen Trade-Up hast, wo du was Gutes gehittet hast und jetzt deine, was war das, Sona? Ja, genau. Die Sona, die wird jetzt im vollen Wert quasi gewertet da drin, auch wenn er sie nicht für das Geld quasi gekauft hat. Genau. Aber trotzdem einfach mal so eine Gesamtidee bekommen, was da an Geld eigentlich in dem Account steckt. So. Das klickt ihr einfach an und dann seht ihr, whoops, dann kommt ihr auf folgende Seite und hier steht, interessiert es dich, wie viel Geld du für League of Legends ausgegeben hast? Dann bist du hier richtig. So viel Geld hast du ausgegeben. So, ich melde mich mal kurz an. Wenn ihr die Login-Daten von anderen Leuten habt, dann könnt ihr die auch benutzen. Dann könnt ihr mal herausfinden, wie viel die ausgegeben haben. Ja, ja. So, jetzt tickert die Eieruhr und jetzt kommen wir nämlich auf Zeig mir den Betrag. Oh, jetzt Trommelwirbel. Ich habe schon ein bisschen, ich habe es vor geraumer Zeit mal gemacht, aber... Aber da ist inzwischen noch mehr Geld. Ich habe überhaupt keinen Plan. Keine Ahnung, was jetzt hier für eine Zahl kommt. Aber allein, was ich gerade gesehen habe in dem Account, da kann es jetzt übel werden. So, ich klicke auf den heiligen Button, okay? Ja, mach das. Okay, not bad, ja. Mal eben. Oh, scheiße. Nur für so nebenbei am Hobby, ne? Ja, ich meine, das ist ein Hobby... Ich meine, 2.200 Euro ist schon eine Stange Geld, ne? Das sind, also wenn man es aktuell betrachtet, sind fast 220 Euro pro Jahr, was ich in das Game investiert habe. Weil ich spiele seit 10 Jahren. Ja, okay, aber kauft man sich pro Jahr andere Games für 60 Euro mal eben für Konsole, für den PC? Ja, kommt man schnell, glaube ich, drauf. Macht oder? Man schnell mal zwei Games im Jahr. Wenn ich dir jetzt sage, es gibt ein Spiel, du findest das mega geil, feierst das hart, möchtest du dir das Spiel für 2.000 Euro kaufen? Da wird, glaube ich, jeder Nein sagen. Aber wenn man richtig Bock hat und richtig drin, und das, man muss ja auch sagen, das ist jetzt über 10 Jahre zusammengekommen, dann ist das schon okay, auch wenn das echt eine Megastein Geld ist. Bei mir wäre das wahrscheinlich nicht mal ein dreistelliger Betrag. Von daher, und du hast auch wahrscheinlich wirklich im Bar jetzt nicht das Geld reingesteckt. Das muss man ja sagen. Ja, glaube ich nicht. Aber ich finde es trotzdem mega cool, dass man das nachgucken kann. Was mich auf jeden Fall interessiert, wenn ihr selber League spielt, schreibt uns mal in die Kommentare, wie hoch ist der Betrag bei euch. Könnt ihr diese 2200 Euro knapp toppen? Oder seid ihr da weit drunter, weil ihr sagt, hör mal, das ist ein Computerspiel, ich spiele das für die Mechanics und so, Cosmetics sind mir jetzt nicht so wichtig, so ist das bei mir, ich habe jahrelang CSGO gespielt, ich habe keine Skins da, es ist einfach meine Mentalität, schreibt mir gerne rein, wie ihr das seht, mich würde es auf jeden Fall interessieren, und ich kann auch verstehen, wenn man es macht, wenn man Bock drauf hat, man verbringt seine Zeit damit, man möchte es schön haben, auf jeden Fall, also cool. Ich kenne ja jemanden, dem fehlen nur 20 Skins oder so. Okay. Mit dem ich ja regelmäßig spiele. So, dem fehlen halt nur so ganz, ganz alte Klassiker wie Black Alistar, Silver Kale und so, was quasi damals Riot in der Beta war, mit den Bundles verkauft wurde. Und der hatte zum Beispiel das Problem, es hieß, ja, ihr kriegt alle gratis Legendary Skin, alle Spieler. Und hat er gesagt, ja, ich hab aber alle. Ja, was machen wir denn jetzt? Und dann hat er eine Liste bekommen und dann hat er sich daraus einen Skin auspicken können. Und dann hat er Rusty Blitzcrank genommen. Warum er den genommen hat, weiß ich nicht. Aber ist halt witzig. Wie geil. Das heißt, er hat irgendwas, was vom Tier her schlechter ist, genommen, weil er halt alle Legis hatte. Richtig. Aber auch cool von Riot, dass sie ihm da entgegenkommen. Ne? Also vielleicht reichen wir das mal nach. Vielleicht kommt das als Kommentar mal hier drunter. Du kannst ja mal mit ihm sprechen, ob er das auch mal macht mit seiner Value. Ja, klar, kann ich machen. Und alle, die Bock haben, können mal raten,
wie viel der Kollege dann an Wert auf seinem Account hat unten in den Kommentaren. Dann machen wir Hashtag LeagueMate und dann schreibt da mal gerne mit rein, was denkt ihr, ist der Account wert, wenn da fast nichts mehr fehlt an Skins, die man wirklich kaufen kann? Wie viel kann man wirklich reinstecken? Die Antwort lautet ja. Ich hoffe, euch hat das Spaß gemacht und ihr fandet das auch mal interessant als Variante, dass wir einfach mal heute nichts gezockt haben. Oh, ich fand es auf jeden Fall mal interessant, auch wenn mich die Zahl ein bisschen geschockt hat. Ich glaube, Ota war auch ein bisschen überrascht, auch wenn er das Geld gerne investiert hat. Genau, wenn euch das gefallen hat, gerne mal ein Abo dalassen, denn wir werden allerlei Schwachsinn hier machen. Nicht nur Gaming, wir haben aktuell ein Quiz in der Mache. Da habe ich auf jeden Fall mega Bock drauf. Von daher gerne ein Abo dalassen und ich hoffe, ihr hattet eine geile Zeit und habt noch eine geile Zeit und wir sind raus. Ciao. Ciao.